Erstmal an, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kill noch 8 läuft. Und ihr seht mich jetzt direkt. Wenn ich alles richtig gemacht habe, bin ich auf der rechten Seite des Bildschirms zu sehen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir sind unterwegs mit Pommes Panzer vom Clan Panzer Kampfgruppe Mjölnir, der Clan, für den ich ebenfalls mache. Wir sind unterwegs im Scorpion G. Die berühmte HE, ne, HE, das habe ich schon, die berühmte 128mm Kanone mit 311 Torschlag auf Premium-Munition. Wir haben nämlich nur Premium dabei, nicht mal HE. Finde ich ein bisschen schade. Aber bereits der erste T-44 unter Beschuss genommen. Mit einer 479er Schelle, ein Low-Roll. Da haben wir ein Light. Das ist das T-92, jawohl. Der geht drüber. Normalerweise ist ja genau die Kanone, aber in dem Moment hat sie uns einfach mal im Stich gelassen. Ich frage mich sowieso, was hat Light hier drüben gemacht? Normalerweise eher ein scheues Tier, das sich kaum aus dem Wald traut. Ich würde mich bewegen. Ich würde mich deutlich mehr bewegen. Wir haben zweimal Arti im Gegner-Team. Eine 8 und eine 9er Arti in einem 9er 8 Gefecht mit 8er Unterstützung. Ich würde fast sagen, dass du hier nicht sicher bist. Aber wenn er clever ist, dann hat er sich hier eingeaimt und wenn du das nächste Mal aufgehst, bist du dran. Glaube ich. Okay, das wird nix. Aha, 456 Schaden. Genauso habe ich mir gedacht. Wir sollten uns bewegen. Jagdpanzer 2 zwar erwischt, allerdings an der oberen Seite des Fahrzeuges ist er recht gut gepanzert, zumal er noch ein bisschen angewinkelt war. Da kommst du nicht durch. So, der liebe Pommespanzer hat hier ein passives Setup erwischt. Okay, Badget 25 Zoll fährt er nach vorne. Stirbt dann gleich mal vom Rheinmetall-Bursig Waffenträger rausgenommen. Also passives Setup bedeutet, wir haben eine ein Tarnitz drauf, wir haben eine Schere drauf und wir haben, ich vermute mal, einen Ansetzer. Alles andere macht da keinen Sinn. Ist nicht unbedingt mein Lieblingsfahrzeug. Ich bin mit dem absolut ungeschickt. Deswegen habe ich den zwar bei mir in der Garage stehen, aber ich lasse ihn stehen. Das ist einfach nicht mein Ding. Entweder ein Panzer hat eine gute Panzerung und eine mittelmäßige Mobilität, dann ist der Tarnwert relativ egal. Sichtweite auch eher zweitrangig. Okay, hier haben wir ein Pantera. Probieren wir das. Probieren wir. 476 Schaden. Quasi ein Low-Roll. Oder der Panzer hat halt eine gute Mobilität, das hat er. Wenig Panzerung, das hat er, aber keine gute Sichtweite und auch der Tarnwert ist, sagen wir mal, eher durchschnittlich. Gefällt mir nicht so. 1140 Schaden haben wir mal einen Kill gemacht. Und wir geben hier dem Pantera die Möglichkeit, frühzeitig in die Garage zu kommen. Das meine ich. Präzise ist die Kanone. Auch wenn es jetzt eher ungenau kurze Distanz war. Jetzt haben wir die ideale Distanz eigentlich für die Kanone. Das muss ich wieder verwehren. T-54 Modell 1 holt sich eine 524er Schelle ab. Wir sind bei 2044 Schaden. Wir sind aktuell bei 2 Kills. Band 88 und Löwe schlagen sich da unten mit dem Rheinmetall-Borsig-Waffenträger und mit dem Stritzwagen 103-0 herum. Gerade der Stritzwagen ist frontal recht gut gepanzert. Auch wenn die Panzerung nicht dick ist. Hier ist sie zumindest so sehr angeschrägt, dass es fast jedes Fahrzeug mächtig schwierig hat. Vorsicht bei der Blende, 450 Schaden. Wieder ein absoluter Low-Roll. Nimm bei 2494 Schaden, wenn du jetzt rausfährst, dann wird dir der Rheinmetall-Borsig-Waffenträger eine Schelle verpassen, die du nicht vergisst. Kalaman, Standard B und Objekt 430 drücken hinten auf der 1er 2er 3er Linie durch. Würde ich mir gut überlegen. Würde ich mir wirklich gut überlegen. Kannst probieren, kannst probieren. Na, probier. Ey. Waffenträger schießt daneben. Skorpion sticht so. So gehört sich das. Also wenn er damit umgehen kann, ist es ein sehr feines Gerät für mich selber, muss ich ehrlich sagen. Nö, ist es nicht. So, ich hoffe euer mein Gesicht verschreckt euch nicht komplett.
ich sehe nun mal nicht anders aus. Sie werden mir nachher noch eine Glatze schneiden. Aber unterm Strich bleibt nur zu sagen, mich gibt es nicht anders optisch. 509 Schaden am Slitzwagen 103.0. Den haben wir dann direkt rausgenommen. Vorsicht, Artillerie ist auch ziemlich böse. Schießt daneben und geht dafür direkt in die Werkstatt. So, eine 473er Stelle vom M53, M55. Keine Ahnung, wo der sich befindet. 3844 Schaden gemacht, 4 Kills. Ist schon mal eine ziemlich gute Leistung. Pommespanzer schickt mir schon hier und da mal ein paar Reapers ein. Ich kann die leider nicht immer alle aufnehmen, weil ihr natürlich auch eure Reapers auf meinem Kanal sehen wollt und ihr natürlich vorgeht, weil ich euch alles so wahnsinnig lieb habe. Ja, kommt mir fast ein Tränchen über die, aber nein, ich bin knallhart. So wie Pommespanzer in seinem Skorpion geht. Pflanzen werden gnadenlos als Deckung missbraucht. Jeder Vegetarier wird da böse. Wo steht die blöde Arti? Ich denke eher, dass die nachgefahren ist, dem Objekt 430 hinterher und dem Carnarvon. Objekt 430 noch übrig, Carnarvon noch übrig und die Artillerie. Auf der Gegenseite 2-9er, bei uns kein einziger mehr. Allerdings sind wir hier deutlich im Vorteil, denn der Löwe hat sich da ins Cap gestellt und wird da das Captain direkt übernehmen. Als er den aufhalten kann, ist jetzt theoretisch noch die Artillerie, wenn sie sich auf der richtigen Seite hinstellt und einnimmt. Ich glaube nicht, dass die da ist. Objekt 430 draußen. Bleibt noch Carnarvon übrig. Denke ich mal, dürfte im Dreikampf mit unserem M41D und unserem Panther 88 keine großen Chancen haben, da irgendwie lebend rauszukommen, zumal bloß noch 20 Sekunden sind. Der Löwe wird ja durchcappen. Macht auch absolut Sinn. Wenn ihr die Möglichkeit habt zu cappen, Leute, sammelt die Cap-Punkte ein. Sammelt das Geld, was damit verbunden ist, ein. Es lohnt sich fast immer. Also, Spiel ist gleich vorbei. Sehr feine Runde. Artillerie bleibt übrig, ist okay. Kann man machen. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Victory! Herzlichen Glückstrumpf. Wir haben einen Tankstar bekommen, eine von diesen hübschen Bons. Ein bisschen Gedöns und ein Einser. Mehr ist das nicht. Für ein M muss man deutlich mehr leisten. Pommespanzer mit 1091 Basis XP. Ja. Da muss leider mehr kommen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Panzer gibt, wo 1091 Basis XP reichen. Ich glaube nicht auf Stufe 8 und Stufe 7 dürfte es kaum eingeben. 11 Schüsse abgefeuert, 10 haben getroffen, 9 unterschlagen. Wir haben mit über 300 Meter haben wir 2079 Schaden gemacht, also mehr als die Hälfte des Schadens. Wir sind über 2,8 Kilometer gefahren. Und machen am Ende 6600 plus, obwohl wir nur Premium geschossen haben. Ist halt ein Premium-Panzer, das ist nicht ganz so schlimm. Aber unterm Strich, hat es sich gelohnt. Bitte einmal kurz dazu schreiben, ob ich die Webcam lieber ausmachen soll. Ich kann das selber nicht so beurteilen. Ich sehe mich zwar jeden Tag im Spiegel, aber ich habe mich dran gewöhnt und ich muss ganz ehrlich sagen, auch mein Spiegel hat sich inzwischen dran gewöhnt. Er fällt nicht mehr so oft runter. Falls es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid, draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal, ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.